Sind Sie schockiert darüber, wie schlecht die Knicks in dieser Saison sind? Schockiert? Nein, leider war ich ja auch schon in der vergangenen Saison Fan der Knicks. Aber das Team entwickelt sich ganz gut. Wir haben noch viele Möglichkeiten, Spieler zu holen. Da ist noch Platz unter dem Salary Cap, den müssen wir nutzen. Ich hoffe, dass wir 3-4 Jungs kriegen, die gut reinpassen, anstatt wieder das Geld an einen Superstar zu verprassen. Keine Ahnung, ob die 76ers die Saison abschenken, um im Draft besser dazustehen, aber ich hätte gerne Tyson Chandler zurück. Mir ist klar, warum er gehen musste, aber ein Anker in der Defense auf der Center-Position ist wirklich wichtig. Da José Calderón nicht wirklich zu New York passt, wäre auch ein neuer Point Guard gut. Man müsste ihn traden. Klar kriegt man nicht Chris Paul, aber vielleicht Sean Livingston? Das wäre zumindest ein kleiner Schritt. Ein neuer Point Guard und ein defensiv starker Big Man. Die schenken doch die Saison ab. Auf jeden Fall, haben Sie mal gesehen, wer da gerade auf dem Feld steht? Aber das ist okay. Im nächsten Jahr sind wir besser, wir kriegen neue Spieler und wir werden zurück sein. Ein Big Man, ein Center, den müsste man im Draft holen. Falls man an erster Stelle zieht, dann müsste das Jahlil Okafor sein. Auch Karl-Anthony Towns wäre gut. Einer von beiden.